Noch einmal ins Horststadion zurück. Zunächst wenden wir uns aber noch einmal den Düften zu. Diesmal mehr zu Kerzen und zu Vanillekipferln. Denn die Rapid-Mannschaft hat eine CD mit Weihnachtsliedern aufgenommen. Merry Christmas wünschen wir. Merry Christmas euch allen hier. Wir machen wieder eine CD heuer, diesmal ist es eine Weihnachts-CD und die soll am 4. Dezember erscheinen und dann müssen wir uns sputen, dass das fertig wird. Ich glaube, die Stimme ist hauptsächlich das Problem und ein bisschen Heche wird zum Singen, glaube ich, da haben ein bisschen Probleme. Aber sonst, glaube ich, geht es ganz gut. Lass uns beim Fußball Freunde finden, lass uns Grenzen überwinden, reich dem Gegner deine Hand, Sport verbindet jedes Land. Lass uns beim Fußball Freunde finden, lass uns Grenzen überwinden. Ja, und jetzt begrüße ich bei mir im Studio den Christian Prosenik. Schön, dass Sie gekommen sind. Und in Salzburg Otto Konrad. Der Grund, selbstverständlich, das morgige Spiel zwischen Salzburg und Rapid um den Herbstmeistertitel. Zunächst aber noch eine Frage zum Singen. Wie war es denn? Ja, es war eine sehr lustige Angelegenheit. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und ich hoffe, dass die CD einschlägt. Wird Ihre Stimme herauszuhören sein? Ja, meine eher nicht. Ich habe nur im Chor gesungen. Der Otto Konrad, der hat ja auch einige Male gesungen. Wann gibt es denn Ihre nächste Platte? Ja, zurzeit muss ich einmal sagen, also, dass wir andere Ziele haben mit dem Verein und ich persönlich auch. Und ja, jetzt warten wir mal ab, also wie die sportliche Zukunft aussieht. Zwei unterschiedliche Typen, die wir also da zu Gast haben, mit einer Gemeinsamkeit, nämlich mit einer ganz starken Herbstsaison. Otto Konrad in diesem Herbst wieder ganz der Alte. Dank seiner Glanzleistungen geht Salzburg mit der besten Defensivbilanz ins Duell um den Herbstmeistertitel. Nur 8 Gegentore in 17 Partien. Aber das 0:2 vom September im Hanapi-Stadion kann selbst er nicht verhindern. Eine unglückliche Niederlage, wie auch der Gegner zugibt. Hat man sicher das nötige Glück gehabt, das was wir in den letzten Wochen nicht gehabt haben. Und so einfach ist das halt. Wenn es der Dieter sagt, dann wird es stimmen. Das war eigentlich ein sehr komisches Spiel. Nicht komisch, sondern ernst, das Comeback des Christian Prosenik, der in der violetten Salzburger Krisentruppe des Vorjahrs auf die Nase fällt. Als Grüner, aber nicht ausrutscht. Zwischendurch kehrt er sogar in den Kader der Nationalmannschaft zurück. Ob er aber über den Herbstmeistertitel jubeln darf, wird sich weisen. Zumal eine Vorhersage aus dem Sommer nicht ganz aufgegangen ist. Champions League werden wir gewinnen und Master werden wir auch werden. Naja, eine kühne Prognose. Ja, Christian Prosenik, Sie haben ja bei beiden Mannschaften gespielt. Sie haben die Saison bei Salzburg begonnen. Jetzt spielen Sie erfolgreich bei Rapid. Wo liegt denn der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften? Ja, der Unterschied ist sicher, dass Rapid sehr das Spiel nach vorne forciert und Salzburg eher die Abwehr rein. Also ich glaube, es wird sicher ein sehr interessantes Spiel morgen und die Zuschauer werden auf ihre Kosten kommen. Gibt es da irgendwelche Erinnerungen, die Sie für das morgige Spiel ganz besonders anspornen? Ja, es war eigentlich sportlich nicht so eine schöne Zeit für mich, aber ich habe sehr viele Freunde gefunden dort und so habe ich eigentlich nie Probleme gehabt, aber ich bin jetzt wieder froh, dass ich in Wien bin. Und ich werde morgen sicher mein bestes Fußballspiel liefern und einigen Leuten dann natürlich auch beweisen, dass ich sehr gut Fußball spielen kann. Zählt der Otto Konrad zu Ihren Freunden? Ja, natürlich. Otto Konrad, was erwarten Sie von diesem Spiel? Was erwarten Sie vom Christian Prosenik? Und ich hänge gleich noch eine Frage an. Wäre das auch eine persönliche Genugtuung für Sie, wenn Salzburg Herbstmeister wird, nachdem Sie ja in der Nationalmannschaft zurzeit ein bisschen im Abseits stehen? Das waren jetzt 4, 5 Fragen auf einmal und das, die letzte Frage, die beantworte ich überhaupt nicht, weil ich glaube, das Thema mal fürs Erste erledigt ist. Zu den anderen Fragen, natürlich glaube ich, dass für unsere Seite, also von unserer Seite her, von Salzburg her, es natürlich eine Genugtuung wäre, Rapid zu schlagen, vor allem weil wir im Sommer doch ja, maximal im Mittelfeld uns Gedanken gemacht haben, dass wir uns bewegen. Jetzt ist die Situation etwas anders und
Für uns ist diese Partie morgen gegen Rapid nicht anders wie gegen Innsbruck. Für uns wäre es der Zuckerguss über eine wirklich gelungene Herbstsaison. Wenn wir es schaffen, Rapid zu schlagen, ist es noch ganz was Besonderes. Aber ich gehe wirklich davon aus, trotzdem, dass Rapid nach wie vor der größte Kandidat für den Meistertitel ist. Thema Auswärtsschwäche in der Champions League für Sie. Glauben Sie, schaut es in Salzburg anders aus? Schätzen Sie Salzburg schwächer ein als Fenerbahce zum Beispiel? Ja, ich glaube, diese Vergleiche sind nicht ganz zulässig, weil Champions League ist Champions League. Das ist doch eine etwas andere Liga wie hier in Österreich. Es wird aber, glaube ich, morgen sicherlich vom jeweiligen Spielverlauf, von den Umständen, die eigentlich ein Spiel ausmachen, entscheidend sind, sein, welche Mannschaft eigentlich hier als Sieger oder als, ja, vielleicht gibt es ja keine Unentschieden. Glauben Sie, dass Rapid diese Auswärtsschwäche ablegen kann? Ja, in der Meisterschaft haben wir, glaube ich, keine Auswärtsschwäche. Wir haben in den letzten 11 Spielen haben wir 10-mal gewonnen und ich glaube, das spricht für sich. Werden wir sehen, ob das anders ausschaut als in der Champions League. Vielleicht noch eine Frage an den Otto Konrad. Die Mannschaft hat sich nach den Abgängen der Stars doch wirklich stabilisiert. Entsteht da eine neue Meistermannschaft? Ja, ich würde mal sagen, die Basis ist geschaffen. Ob wir in der Lage sind, also hier wieder eine Mannschaft zu formen, die über längere Zeit erfolgreich sein kann, das wird man dann vor allem im Frühjahr dann sehen. Ich glaube, dass noch ein sehr großes Potenzial in uns selbst steckt. Wir haben jetzt ein halbes Jahr sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und ja, ich sage mal, die Basis ist geschaffen. Ob wir wieder den großen Erfolg an den großen Erfolgen anschließen können, das wird man dann sehen. Gibt es Verletzte in Salzburg? Spielt die stärkste Mannschaft? Ja, es sieht jetzt beim Roman Szewczyk etwas danach aus, dass er vielleicht doch spielen könnte. Er hat sich im Training verletzt. Aber das alles wird sich erst morgen im Laufe des Vormittags entscheiden. Ich gehe aber davon aus, dass er spielen kann. Danke vielmals, Otto Konrad. Christian, gibt es bei Rapid Verletzte? Ja, der Didi ist leicht blessiert und ich hoffe, dass er bis morgen eigentlich fit sein wird. Und dann können wir sich in der stärksten Besetzung antreten. Mein Dank gilt auch Ihnen, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Morgen also das Spiel zwischen Salzburg und Rapid und ORF 1 wird ab 20 Uhr sehr ausführlich über dieses Spiel berichten. So, und jetzt geht's zum Nachspiel. In Kürze melden wir uns mit dem zweiten Teil der Sendung, mit dem Nachspiel.